Hallo zusammen aus Berlin. Wir sind in der Hauptstadt und checken hier heute ein im Hotel am Steinplatz. Steinplatz. Ganz genau. Wie ist also das Hotel in Charlottenburg? Finden wir es doch gemeinsam heraus. Ich bin Fabian und jetzt, let's go. Get me everywhere. Und damit herzlich willkommen oder willkommen zurück auf diesem Kanal. Ja, ihr seht schon, es ist ein wunderschöner Sommertag in der Hauptstadt Berlin. Und genau hier geben wir euch heute eine komplette Tour von Check-in bis Check-out aus dem Hotel am Steinplatz, das zur Autograph Collection von Marriott gehört. Zwei, drei Facts zur Historie des Hotels. Max Zellermeier eröffnete das Hotel am Steinplatz erstmals 1913 als Luxushotel und fand auch relativ schnell seinen Platz unter den besten Hotels Berlins. Nach der Oktoberrevolution bewohnten viele russische Aristokraten und Intellektuelle die herrschaftlichen Suiten, während das Hotel aber auch zum Treffpunkt prominenter Berliner und Reisender wie Wladimir Nabokov und Sarah Leander wurde. Während des Zweiten Weltkriegs dann herrschte im Hotel ein normaler Betrieb, wenn auch improvisiert. Man baute hier sogar Tomatenbeete auf dem Dach an und hatte eine Ziegenherde im Innenhof. Das ist ja interessant. Aber bevor wir jetzt einchecken, noch die obligatorischen Hinweise auf diesem Kanal, denn das hier ist kein bezahltes Review, sondern unsere eigenen Aufnahmen, die wir selbst gedreht haben. Am Ende blenden wir dir auch noch die Rechnung ein, somit sind wir transparent. Ja und jetzt, let's check in. Und der war sehr professionell und einen Welcome Drink gab's auch. Wir konnten uns noch als Bonvoy Platinum Mitglied für 1000 Punkte und ein kostenloses Frühstück entscheiden und schon gab es dann auch die Karte für die Suite. Aber hey, magst du uns vielleicht abonnieren, sodass wir gemeinsam die 10.000 Abos erreichen? Das wäre klasse. Kostet nichts und du erhältst jeden Sonntag wie heute und manchmal auch donnerstags ein neues Video in die Timeline gespült. Dankeschön. Apropos Suite, da gehen wir gleich hin. Vorher noch ein paar schöne Impressionen aus dem Hotel. Ihr könnt hier übrigens die ganze Geschichte in einer virtuellen Tour erleben. Scannt dafür einfach die QR-Codes, die sich im ganzen Hotel verteilt befinden und dann erhaltet ihr die ganzen Infos direkt auf euer Handy. Das fand ich mal eine richtig tolle Idee. Jetzt aber, ab auf die Suite und das war in diesem Fall die Balkonsuite mit einem Schlafzimmer und damit die zweithöchste Zimmerkategorie. Darüber gibt es nur noch die Sauna-Suite, aber ich glaube, Balkon sticht eigene Sauna ganz eindeutig, insbesondere bei diesem Knallerwetter. Also, gucken wir uns die doch mal an mit der Nummer 402. Und der Fluchtwegeplan verrät, das ist flächenmäßig die größte Suite auf diesem Stockwerk und dann ist auch gleich beim Reingehen schon die Minibar hier versteckt. Diese ist im Hotel am Steinplatz in Berlin, aber nicht im Preis inkludiert. Darunter findet ich hier auch noch den Safe. Spannend, den hier im Eingangsbereich zu platzieren.
Dahinter geht's dann auch schon in die Gästetoilette mit Waschbecken und, na klar, Toilette. Geht man hier wieder raus, ist gegenüber dann auch schon der Schrank zu finden mit zwei Bademäntel, Bügeleisen, Bügelbrett. Und dann wäre das hier auch schon das Wohnzimmer, beziehungsweise der Wohnbereich der Suite. Hier gibt es einen Fernseher und einen Schreibtisch mit Willkommensgeschenk und Willkommensbrief. Der Brief war klasse, aber diese Flasche Bier, das zerstörte doch schon so ein bisschen die Illusion des Hotels und macht vor allem bei zwei Personen mit nur einer Flasche nur bedingt Sinn. Naja. Bevor wir die tolle Terrasse genießen, aber erst noch einen Blick aufs Bett. Und hier liegt dann auch ein Kiezguide aus. Das ist auch eine richtig gute Idee, wenn ihr stadtfremd seid und keinen Plan habt, wo ihr hingehen könnt zum Essen oder zum Theater oder ja, einfach so ein bisschen das Viertel zu entdecken. Das Bett war also ein King-Size-Bett mit insgesamt 4 Kissen und hier im Schlafzimmer gab es dann Fernseher Nummer 2 gleich vor dem Badezimmer. Und im Badezimmer gab es dann ein Waschbecken und natürlich auch noch eine zweite Toilette. Die Walk-in-Regendusche gab es auch mit Pflegeprodukten von St. Charles. Die hatten wir das letzte Mal hier auf diesem Kanal übrigens im Caro und Selig, übrigens auch ein Autograph Collection Hotel am Tegernsee. Wenn dich auch das interessiert, dann gucke doch gerne, nachdem du mit diesem Video fertig bist, mal in der Videobeschreibung nach. Da haben wir dir es nochmals verlinkt. Die Badewanne habt ihr ja eben auch gesehen, dann fehlt jetzt nur noch eins, der View. Viel Spaß! Und wie cool ist denn der View hier bitte? Hier aus dieser Suite liegt euch der Steinplatz echt zu Füßen und hier könnt ihr prima sitzen, denn es gibt einen Tisch mit 4 Stühlen. Richtig toll. Einen Turndown-Service gibt es im Hotel auch. Hier wird dann das Bett hergerichtet, die Vorhänge werden zugezogen und es gibt 2 Erfrischungstücher für einen guten Start in den neuen Tag. Das ist ja auch eine coole Idee.
werfen wir einen Blick ins Spa. Das hat das Hotel nämlich auch zu bieten. Hier gibt es diverse Behandlungsräume, zwei Saunen, Ruheräume etc. Hier gibt es dann auch frisches Obst und auch ein kleines Fitnessstudio war da, inklusive einem Yoga-Raum. Wir machen weiter mit Essen und Trinken und hier zeigen wir euch erstmal das hauseigene Restaurant und die hauseigene Bar. Wenn ihr wie eingangs schon erwähnt diese virtuelle Tour macht, dann kommt ihr hier an diesen Plätzen auch vorbei. Und hier gab es dann tags drauf auch das Frühstück. Deswegen erstmal guten Morgen. Ihr habt hier die Auswahl, sofern ihr das dazu gebucht oder über den Status kostenlos erhalten habt, zwischen einem kleinen Buffet, das ihr hier gerade seht, und einer à la carte Auswahl, die wir dir gleich zeigen. Und von der Karte hier haben wir uns dann folgende Dinge bestellt. Erstklassige Qualität, kann ich dir sagen. Gucken wir abschließend noch auf die Rechnung und die verrät uns Kosten in Höhe von glatten 200 Euro für eine Nacht. Das gibt im Rating eine 9 von 10 möglichen Punkten, denn das Willkommensgeschenk Treatment war mit einer Flasche Bier ja doch etwas illusionszerstörend, fand ich irgendwie gar nicht passend, aber naja, sonst war wirklich alles prima und tipptopp. Toller Service, tolles Haus, tolles Personal, wir kommen wirklich gerne wieder. Everywhere sagt Go There. Ja, und nächste Woche, da gibt's für euch ein neues Flugreview. Aber wohin es geht, das wird noch nicht verraten. Wir sind also somit auch am Ende des Videos angekommen. Lass gerne ein Däumchen nach oben und vor allem ein Abo da. Und dann sagt Fabian, das bin ich. Tschüss, danke fürs Zusehen und kommt gut in die neue Woche.